Jo, moin, Leflüt und ahoi, liebe Landratten und Rättchen und Gildinnen und Gildinchen. Willkommen bei die Gilde Gaukler Gruften und Geschütze. Mit mir dabei Dagome. Hallöchen zusammen. Ich darf ja nicht mehr Reichsfürst zu dir sagen. Nee, sind wir ja nicht. Nicht hier. Es wird sich einiges ändern, ja. Nicht in diesen Gefilden. Wir müssen uns da auch seelisch-moralisch noch so ein bisschen drauf einstimmen, dass es jetzt nicht mehr, ey, weißt du, verstehst du, ich krieg eine Currywurst, verstehst du? Ja, das ist eher, ja, keine Ahnung, haben sie noch Lebkuchen oder so? Ich habe auch gerade überlegt, was passt denn jetzt zu Nürnberg? Der Stollen war Dresden, ein Kölsch können wir auch nicht anbieten. Mein Fränkisch ist auch deutlich schlechter als mein Berlinerisch. Also. Sehr froh, dass du Fränkisch kannst, ich kann es noch nicht mehr. Na, Fränkisch ist halt eher so mit viel gerollten R, oder... Ach, wie der Phil, oder was? Genau, der kommt, glaube ich, aus Franken. Das schau mal einer an, so. Ursprünglich, ja, okay. aber das war es dann auch mehr oder weniger. Da können jetzt viele sagen, naja gut, mehr ist Fränkisch auch nicht. Aber ich glaube, so weit ist es dann auch wieder nicht. So, aber lass uns mal uns akklimatisieren, genau. Genau, wo waren wir denn stehen geblieben? In unserer Parfümerie. Das war jetzt eine Quizfrage. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Zu gewinnen gibt es eine SimCity Postkarte von uns. Um da jetzt etwas gefunden zu haben. Nee, wir wissen es selber noch nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich will dich nicht beunruhigen. Was denn? Kennst du den Film Dude? Wo ist meine Karre oder sowas? Ey Mann, wo ist meine Karre? Ja. Ja. Exakt, das frage ich mich auch gerade. Ja. Hallo? Ich hätte mir diese zwei Folgen nochmal angucken sollen. Ist das nicht uns? Warte, geh mal wieder nach links, nach links, nach links. Kommt der nicht da gerade angefahren? Oder ist es eine andere Farbe? Hier hinten ist nichts. Achso, nee, wir sind ja mittlerweile gar nicht mehr blau. Oh Gott, wir müssen uns total umgewöhnen. wir sind nämlich ja hier schwarz und so. Schwarz irgendwas. Schwarz wie die... Blau sind wir ja nicht mehr. Siedereihaus? Ja. Haben wir die irgendwo hingeschickt? Zu einer Mine da, oder so? Da oben fährt was. Warte. Hier. Das da. Kannst du da nicht hinwechseln? Ist ja auch schön. Aber dann versuchen wir mal, ihn zu finden. Aber das sieht doch... Hey, das ist ja... Wir haben ihn gefunden! Yay! Finally! Ja, hummel, Moos, macht gut, Leute. Wir haben uns jetzt nicht für diese Folge erreicht. Nee, natürlich nicht. Noch nicht ganz. Nicht ganz, nee. Ach, guck mal einer an. Elke Wohlgemut ist jetzt Patrizian Elke Wohlgemut. Was sind wir denn eigentlich um... Oh, Herr. Ja. Oh, Herr, erbarme dich. Ja, wir haben noch nicht viel erreicht. Gut, geht ja auch noch nicht so lange. Wenn man jetzt bedenkt, was wir in Berlin zu der Zeit erreicht hatten, das war auch nicht viel mehr, glaube ich. Nee, ich frage mich gerade, was wir da hätten mit den Karten gemacht haben. Wir haben ihn, glaube ich, darüber geschickt, weil es irgendwie, keine Ahnung, wir einen neuen Marktstand ausprobieren wollten, weil wir einfach innovative Leute... Wir sind nicht allein auf dieser ewig großen Landstraße. Ja, weil wir neumodische Leute sind, die einfach mal was ausprobieren wollten. Ich habe keine Ahnung. Es ist schon wirklich gefühlt mindestens 2 Monate her. Ey, es ist genau 2 Monate her, dass wir diese Folgen aufgenommen haben, ja. Das siehst du mal. Es ist übrigens ein Diebesgeselle uns gerade über den Weg gelaufen. Wie gut, dass er uns nicht überfallen hat. Also der Einzige, der uns hier begegnet, war ein Liebesgeselle und ja. Ja. Yeah. Komm ich da irgendwie halt unbeschadet durchs Tor so. Ich weiß gar nicht, was. Ich kann leider auch nicht sehen, was er dabei hat, oder? Kann man das sehen? Doch, war da nicht Eisen angezeigt irgendwie? Hier? Wo denn? Ach, da! Ja, siehst du mal. Graues Symbol auf grauen Hintergrund kommt immer geil, aber ich habe keine Ahnung, was es ist, aber könnte Eisen sein. Also wenn ich's, ja, mit der Übertragung sehe. Okay, ich weiß, ja. Aber wir haben 12 APs übrig. Sollen wir da nicht vielleicht mal ein bisschen... Ja. Wenn wir schon... unser Hof und Heim.
Ja. Und sind wir eventuell vielleicht sogar, okay, da müssen wir 4 auf jeden Fall übrig lassen, sehe ich mal. Sind wir vielleicht sogar, haben wir uns beworben schon bei irgendwas? Bei einem Amt? Gab es überhaupt Ämter? Wir müssen alles wieder lernen. Ihr Schau. seht gerade wieder, es ist so ein, wo waren wir, wo sind wir? Ah, okay, alles klar, Bürgerrecht, schon klar. Wir haben noch nicht mehr das Bürgerrecht. Yay, und wir können es noch nicht. Der Ja, wir Stadtrat kriegen dann die hat immer Benachrichtigung, noch wenn wir uns Bemühungen, und so. das wenn wir uns verdient Bürgerrecht gemacht haben verlieren. für die Stadt und so. Ach du Schande. Hatten wir eigentlich schon immer so wenig Geld? Nein, das war. Okay, Weiß ich wir sind. nicht, wir haben noch nicht reich geerbt, also. Wir sind andere Sachen gewohnt. Frau ist jetzt mal das nächste Thema. So von wegen, hier. Um Ehepartner, okay. Gut, die haben alle noch nicht viel. Ich schau trotzdem mal, Die also dürften der das olfaktorischen Höchste darf es ja Wissenschaft trotz alledem Paris sein. einen Ja, Lehrgang weil zum aktuell die Werbedauer ist Glaubensgemeinschaftsmeister sowieso für ewig Müller zu hoch. erreichen. Und guck mal, die hier, aber die braucht auch 8 Jahre, das ist schon heftig, oder? Ja, aber Diese wahrscheinlich eben Gemeinschaft deshalb. hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Edelfrau, Titel das verliehen, wird doch nichts. Patricia. Ah, komm, Nee. fangen wir mal ganz Wir sollten nüchtern schon an. bei einer Bürgerin bleiben, erstmal, schätze ich Ja. mal. Was sind wir nochmal von, ich wollte sagen, Beruf, hier von Kreuzes wegen? Kann man das nicht? Geh nochmal auf unser Symbol hier oben, auf unser Wappen. Da müssen wir das notfalls nochmal gucken können. Ja, wenn wir da raus sind. Dings, Kreuz. Kreuz. Also bleibt die hier Oder sag ich mal, das dünne und Kreuz, nicht das die fette Kreuz. So rum. und die, also diese hier bleiben. Also Die nur sogar drei. die. Ja, dann lass uns doch Okay. da nochmal gucken, was die so haben. 1, 4, 8. 1400 klingt schon mal nicht schlecht. 300 ist schon schlechter. Noten. Ja, die oben links, ne? Die Ohne oben. Land mal Ohne wieder. Land. So wie es in Berlin aufgehört hat, so Ich wollte fängt gerade es sagen, jetzt hier. es hat in Berlin mit Ohne Land aufgehört. Es fängt in Nürnberg mit Ohne Land an. Ja, ich bin so schrecklich verliebt in dich, Sabina. Total. Hast du Land? Nee. Ach, das war jetzt unterirdisch. So, Karren, wo gedeihst du? Es gibt sogar hier auch eine Kirche namens Vater Unser. Ja gut, die Namen sind von Gilde jetzt mehr oder weniger, ob jetzt die Stadt oder nicht, weißt du? Das machen die, glaube ich, nicht davon abhängig. Oh, wir können Meistergraden. Meistergraden. Meister abgraden. Ja. Abgraden. Jetzt weiß ich irgendwie, wie Upgrade zustande gekommen ist. Das ist ein deutsches Wort. Das ist ein Abgraden. Ja. Genau. Der kleine Hugobert Muck. Muck. Der Der kleine kleine Muck. Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ja, wir werden über so ein Bürgerding mittlerweile auch Einer nicht der so Konkurrenten hat ein neues traurig. Gebäude errichtet. Nee, ach du Schreck, wir haben gar kein Lager. Endlich. Haben wir überhaupt schon irgendwas, by the way? Weiß nicht, was wollen wir denn jetzt mit dem Eisen? Was machen wir denn da mit dem Eisen? Ich bin hier gerade noch so. Lass uns noch mal reingucken, was den. Soll ich einen Meister einstellen? Schnell! Schnell! ach hier, der Giftdolch. Der Giftdolch, ja. Der Giftdolch. Den wir selber auch nicht verwenden können. Nee. Okay. Ich merke gerade, wir bräuchten eigentlich mal Kräuter. Sind die nicht noch auf. Was stehen die da einfach alle rum? ja, einen da und einen dort, oder? Und der andere macht Eure Giftdolche. Anweisungen? Hätte ich jetzt Warum gesagt. immer ich? Ja. Giftdolcher. Ja. Die Frage, wie? Der kann sich ja, ich meine, auch wenn der Karren jetzt hier in der Bude steht, bedient er sich aber nicht aus den Karren, sondern müsste warten, bis. Okay. Bis wir ein Ding ausgebaut hätten, was wir noch nicht können, weil. Weil es garantiert erst mit dem nächsten Upgrade geht, also mit dem nächsten Gebäudestufe. Weil tun kann ich es effizient hier nicht. Also, ich könnte hier ein Parfümregal, aber. Nee, aber Ah, guck mal, 30% Ausbeute bei Kräutern. Das klingt aber jetzt nicht so. ja, dann mach's doch. Aber irgendwo muss es doch da auch so ein Regal geben. Drück nochmal auf unser hier, auf die Lieblingstaste, wo du dir die Sachen anzeigen kannst. Okay. Ja, siehst du mal. So, es bleibt wieder die Frage. Lagerplatz, Lagerplatz, in dem ne? Fall. Ja. Gerade noch so, dass wir den einen haben. Ja. Yay! Aber ich glaube, das ist ja schon so auf Stufe quasi die Sachen, die du bauen kannst oder die du auf der Stufe jetzt, wo wir gerade sind, noch bauen kannst. Dafür musst du, glaube ich, auch die entsprechenden Lagerplätze kriegen.
So habe ich das, glaube ich, verstanden. Okay. Du hast das Spiel verstanden? Nee, aber... Ich dachte, ich frage nochmal, aber... Weißt du, wir sind jetzt ja mittlerweile bei Folge, ja, insgesamt 58. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind 58? Naja, 55 in Berlin und jetzt die dritte in Nürnberg, hätte ich gesagt. Ihr seid Duftmischer. Es ist euch nunmehr erlaubt... Jetzt auf 56, aber okay. 55 plus 3? Die olfaktorische Gesellschaft. Ach so, ja, okay. Ja, okay, macht Sinn, ja. Okay. Also, ich meine, ich bin mir eigentlich sicher, in der Schule früher aufgepasst zu haben, dass 5 plus 3 und so, aber okay, wir können darüber diskutieren. Das, ich meine, da sind wir ja, ne? Jetzt nicht mit 2 und 2 macht 9, ne? Irgendwie so ging das Tritra-Trolle-Lied. Keine Ahnung. Wir machen mit dem Let's Play jetzt weiter, denn irgendwie kommen wir sonst aus der Sache nicht mehr raus. So. Taritra, Ratarolala, was ist das denn für eine Ansicht? Von oben, ja. Das ist die Vogelperspektive, nennt man es, glaube ich. Sind wir Kindheitsserien gestört, ey. Ja, man könnte jetzt denken, wir sind die ganze Kindheit nur vor der Glotze rumgesessen. Nein! Wir gehört, also zumindest ich gehörte noch zur Generation, die auch ab und zu mal rausgegangen sind. Ich gehörte dann auch noch zur Generation, wenn man bei den Großeltern zu Besuch war, gab es Momente, wo man nicht rausgehen sollte. Als kleiner Junge hat man es dann mit seinen Cousins aber doch getan. Ja, und durfte dann sehen, wie den Hasen die das Fell über die Ohren gezogen wurde. Okay. Wir waren 3 Tage Vegetarier. Ja, zum Glück nur 3 Tage. Ich meine, andere. Ja, dann war er zubereitet und dann hat er auch wieder lecker geschmeckt. Irgendwann schmeckt er halt doch wieder. Ja, da konnten. Oh Gott. Ich meine, ich kann mich zum Glück nicht dran erinnern, aber angeblich haben wir geschrien, wie als wenn die Welt untergehen würde. Okay. Vor allem mit den Hasen durften wir ja früher hinten in den Hof noch spielen. Also das bevor heißt, morgens noch gespielt und gestreichelt, 3 Tage später auf dem Abendbrotstisch gehabt. Der Lauf der Dinge. Ja. Aber es bringt einen den ganzen Werten noch ein bisschen näher, als wenn man einfach heutzutage einfach nur in irgendein Kühlregal reingreift. Das stimmt, ja. Und sich dann, was weiß ich, oh, die schöne Kuh streichel, aber bloß nicht mit Schlachtung und sowas zu tun haben wollen und Massentierhaltung. Ja gut, das ist ja auch immer ein Unterschied. Ich glaube, bei euch im Garten wurden die ja vermutlich auch ein bisschen anders gehalten als die. Also das heißt, das war auch kein Garten hin, das war ein Hof hinten. Also ja, im Garten nicht neben dem Grill. Das wäre, die hätten wahrscheinlich gleich so, die haben was vor. Moment, das habe ich schon mal gesehen, das ist nicht so gut. Davon haben mir Bekannte von Bekannten erzählt, ja. Ja, jetzt wäre es gut, wenn wir Wirt wären, ne? Ja. Wobei theoretisch... Hast du ja schon alles gelesen oder was? Die Stadt Nürnberg richtet heuer ein prächtiges Fest aus. Die Häuser sind dazu prunkvoll mit besten Stoffen und Girlanden aus duftendem Blumengestück. Guck mal, Duftblumen, das sind wir hier. Das Volk hat sich sein schönstes Gewand gekleidet. Man feiert überall auf den Straßen und begibt sich am Abend in die Schankstuben, um in lustiger Runde weiter zu feiern und zu zechen. Ja. Die Zeche zu brillen, ja. Die Zeche. Das entspannt nicht nur die Gemüter, es füllt auch die Kassen der Wirtshäuser und Kirchen. Denn zu kaum einer anderen Zeit haben sie solch einen Zustrom, ja. Das ist... Abends die Sünde begehen, am nächsten Tag die Sünde beichten, ne? Ja, in etwa so. Kann ich, ja. Feiert und lasst es euch gut gehen. Wer weiß, wann wir das nächste Mal dazu kommen. So lauten die abschließenden Worte auf den Aushängen. Dann gucken wir doch mal auf die enorm pompösen, feiernden Straßen von Nürnberg. Eine Erweiterung. Celebration time. Come on. Ich höre nichts. Naja, gut. Dann... Ist die Party wohl schon vorbei? Oder sie sind gerade noch in den Wirtshäusern? Auch möglich. Oder in den Kirchen. Das könnten wir prüfen. Hier vorne ist doch eins. Ich merke gerade, Nürnberg habe ich früher öfter gespielt. Ich weiß irgendwie, wo die ganzen Häuser hier stehen. Nope, außer dem Kellner ist hier keiner. Keiner da, verstehst du aber? Ah, nee, ist falsches Stadtteil. Yeah, totales Stadtfest und so. Geht voll ab.
stell dir vor, es ist Stadtfest, keiner geht hin. Ja. So. Mal wieder ein bisschen Geld machen. So. Düfte mischen, ja, ist keine Sau mehr da. Ne, ich hab die jetzt einfach mal alle losgeschickt, aber. Stell dir mal vor, wir werden auch mit 214 überleben. Stell dir mal vor, wir müssten Geld verdienen und keiner bezahlt. Ja. Ja. Aktuelle Wirtschaftslage und so, ja. Nicht in Nürnberg. Sind wir schon noch in Nürnberg oder ist das schon Griechenland? Es regnet wie in England. Der Nebel passt auch zu England. Liegt Nürnberg neuerdings in England? Nein. Ich will es mal nicht hoffen für die Nürnberger. Nee. Na gut. Aber gut, es ist Herbst. Darf man nicht vergessen. Ja, okay. Da kann es ja auch mal aussehen wie. Wir haben jetzt aktuell auch Sommer und hier regnet es in den letzten Tagen auch wie sonst was. So, ist der Karren jetzt da? Nee. Wo bleibt denn der? Hallo. Karren, ich glaube, da hinten kommt er, oder? Soll ich ihn mal auspeitschen, dass er schneller ist? Tritt ihm mal in den Hintern, ja. Peitsch! So. Immer noch nicht da? Hallo, Karin, da bist du ja. Duftkräuter noch? Ja. Sehr schön. Wir haben wieder Geld verdient und zwar ein bisschen mehr. Hooray, hooray. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist dennoch günstiger, das Eisen kurzfristig hier am Markt zu holen, als den Karren da hinten hinzujagen, oder? Ja, was eventuell, wie gesagt, mit der Mine, da hat der Eismann ja schon nicht ganz Unrecht. Es ist schon wesentlich günstiger. Gut, aber mit 813 aber werden wir keinen Pachtvertrag unterschreiben können. Ja, trotzdem, die sind ja in der Mine trotzdem günstiger, glaube ich, als auf dem Markt. Ja, okay, ich rechne halt den wirtschaftlichen Faktor, dass der Karren hier ungefähr eine halbe Folge unterwegs ist. Und wir haben kein Geld für einen zweiten Karren und. Ja, mal sehen. Ja, vielleicht jetzt um ein gewisses Polster auf dem Konto zu haben, müssen wir es vielleicht wirklich über den Markt machen, weil es einfach schneller geht. Ich meine, wir können ja mal, was ist jetzt hier? Stein. Rohstoffe, so. 28 ist der Kaufpreis. Mhm. Der Mine. Die gute Mine. Zum bösen Spiel. So, hier kostet 20. Also die mit einem Wirtschaftsdiplom da draußen, die errechnen sich jetzt die Strecke, ob die Unterhaltskosten für den Karrenzieher auf den Weg von hier zur Mine die 8 Taler schon wieder rausholen und ob es dann die kürzere Strecke, aber ist es ein Let's Play und keine Wirtschaftssimulation? Ach nee, ist es doch. Ne? Der Simulation ja schon. Ich meine, da kann man jetzt wieder. Es ist keine Wirtschaft, die real existiert. Vielleicht kann man so, ja. Es ist nur eine Simulation. So. Jetzt ist bloß die Frage, wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Du hast mal wieder nicht den Knopf gedrückt. Gerade eben. Aber wenn die Frage ist, was ist das davor? Ja, 5 bis 10 Minuten. Grob. Ich würde eher 10 als 5 sagen, oder? Sind jetzt eigentlich alle drei wieder hier? Nee, ne? Naja. Nee, ja gut, die erste Runde ist schon wieder rum, deshalb würde ich mit den 10 Minuten auch eigentlich. Nee, wenn wir auf langsam sind, haben wir ja festgestellt, ist eine Runde eigentlich fast die gesamten 20. Ja gut, aber so lang ist es jetzt auch wieder nicht, glaube ich. Vor allem habe ich zwischendurch vorgespult. Ich cheater. Du Cheater. Ich habe den Plus-Button gedrückt. Das fällt mir nur ein. Unglaublich. Die sind, auch wenn sie im Raum stehen, nicht da? Oder wie? Ich bin gerade irritiert.
Ja, die sind jetzt halt noch am Pflücken, aber sind zwischendurch nach Hause gegangen, weil Feierabend. Nicht nach Hause, die stehen hier. Okay. Oder siehst du die nicht? Doch, doch, aber starren ganz offiziell sollten die Wände an. Offiziell sollten sie hier nicht mehr stehen. Weil, Überstunden werden nicht bezahlt, ne? Ihr kriegt nicht mehr deshalb. Ich sag's nur mal. Auch wenn ihr da seid, das hilft noch nichts. Ihr müsst schon entweder auch was arbeiten, dann können wir drüber reden. Aber eigentlich gibt's eh nicht mehr. Egal wie. Ja, sonst sagen wir jetzt einfach 2 Runden, okay? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, hey, wir haben noch Gewinn bisschen gemacht, glaube ich. Was? Unglaublich. Also zumindest laut dem, nee, nicht ganz. Naja, nee, ja, nee. Also gut, es wird ja auch gerechnet, glaube ich, von dem Geld, das wir ganz am Anfang hatten, oder? Das war jetzt auch nicht so viel, aber... Ja, 1000 irgendwas. So. Nürnberg 1402. Oh, welch große Schande und Schmach. Ein feiger Giftanschlag wurde heuer von einem Nürnberger auf unseren König Ruprecht ausgeführt. Dieser aber bleibt zum Glück unversehrt. Der Tattenäter, genau. Aber der angesehene Carlos Domburger wurde vom Leben zum Tode gebracht durch den Galgen. Och, das ist auch eine nette. Vom Leben zum Tode. Klingt ja. Nicht nur vom Leben zum Tode. Kann, ja. Man munkelt, dass Gardist Norbert Madden vom ehemaligen König Wenzel mit besonderen steuerlichen Vorzügen versehen, habe diese Tat angezettelt. Für diese Fehde wider Wenzel nimmt sich König Ruprecht hohe Darlehen von Nürnberger Geschäftsleuten. Zu seinen Gläubigern gehören unter anderem Ruprecht von der Pfalz und Bonifatius der IX. Also so manche Namen kommen mir hier noch bekannt vor. Ja, König Ruprecht zum Beispiel ist ja Allgemeinkönig gewesen. Also ja, ja. Von dem her. Ich dachte, wenn wir jetzt nicht geschichtsbezüglich machen, dass er dann auch irgendwas frei erfundenes halt macht, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, ja spielbezogene Historie gewesen. Oder spielerbezogene Historie, oder? Mhm. So, und ich meine, die Domburgers, die waren ja nun auch bei. In Berlin dabei, aber. Mhm. So, joa. Hier, Bug wie immer wieder. 6 AP. Yay! Na gut, wir müssen ja jetzt erstmal für unseren Ding nicht mehr sparen. Die nächsten 3-4 Jahre. Für unseren Meister. Nö, soll ich dann die 6 gleich hier hauruck rein in verhandeln? Ja. Gaudi. Das brauchen wir, glaub, das rechnet sich halt schon am Markt vor allem. Ja. Von dem her. So, liebe Leute. Dann Mux. Wieso kann ich die denn immer noch nicht anwählen? Hatten wir das letztes Mal nicht auch schon mal? Das kommt mir gerade irgendwie. Weil wir sind ja noch zu früh. Ich meine, jetzt bist du ja noch um 6.30 Uhr. Da sind die ja noch nicht zur Arbeit eingeteilt. Die kommen ja erst, wenn wir Winter haben, um 9, wenn ich es richtig weiß. Ja, aber wohnen die jetzt auch hier? Das wäre ja auch mal was ganz Neues. Hier ist wärmer, ja, als zu Hause vielleicht. Okay. Nee, ich glaube einfach, das ist irgendwie ein Grafikbug oder sowas, weil eigentlich sollten die da auch nicht stehen. Okay. Gudi, wir könnten übrigens um die liebe Sabine ein bisschen herumschlawenzeln. Wir haben bloß kein Geld wirklich dafür, oder? Naja, boah, geht so. Das geht noch. Achso, stimmt, das machen sie ja immer von unserem Geld abhängig. Genau, dass man sich zumindest das Maximum leisten kann, aber sich überlegen sollte. Ein Ausflug aufs Land. Ich wäre ja eigentlich für einen heißen Keuschheitsgürtel, aber hey. Ja, ich meine, auf mich hört ja keiner. Der heiße Keuschheitsgold, der neueste Trend. Jetzt auch in Rot. Jetzt auch glühend in Rot. Aua, aua, aua. Frisch aus der Schmiede. ja, ein Ausflug aufs Land, oder? Ja, also immer. Romantischer geht's ja gar nicht. Also im Vergleich zum heißen Stein und so, auch wenn Winter ist. Mhm. Oh. Eine Hochzeit findet statt. Oh, unsere? Findet statt. Nee, nicht ganz okay. Hätten wir auch noch ein paar Maries mitbringen können, ehrlich gesagt. Ja, eine hätte schon gereicht. Also, meinen herzlichen Glückwunsch an Jonult Tupfer und Uta Castella. Und natürlich an Dietholm Kelsterbach und Clara Kirchheimer.
Eure Anweisungen? Du musst ja immer so rein bei Hochzeiten ja? Und so. Ja, wollten wir nicht. Achso, ja. Du willst jetzt alles nochmal produzieren, wenigstens. Das können wir gar nicht, weil wir nur einen Lagerplatz da unten haben. Achso, Polituren, ja, vergiss es. Polituren, ist ja. Obwohl, davon haben wir eigentlich genug, oder? Ja, dann mach doch einen noch Blume der Zwietracht und der andere soll noch mal irgendwas holen, wo wir weniger haben. Lavendel, wenn ich es richtig sehe. Okay. Oder? Wie krieg ich denn den davon jetzt weg? Ja, notfalls neu anklicken und. Achso, oder so, ja. Nun? Ja, Lavendel haben wir weniger. Mhm. Dann soll der erstmal suchen gehen und die anderen beiden produzieren die Produkte. Genau. Schutz vor Einbrüchen ist noch so ein bisschen mies bei uns. Ich schau gerade mal, ich glaube, das ist auch sehr teuer noch. 100. Gut, 100. Okay. Es ist ein Drittel oder fast ein Viertel. Aber irgendwann müssen wir ja eh. Genau, also wenn nicht jetzt, wann dann? Sorry. Was denn? Ich bin drauf und dran, mir jetzt einen Schnauzer anzukleben. Ich weiß nicht warum. Ob es jetzt an dem Sänger dieser Gruppe liegt oder. Den kenne ich nicht. Ich kenne nur das Lied. Und das ist eigentlich. Ja, nicht mein Geschmack und nicht mein Genre und. Hätte ich dich anders eingeschrieben. Nein, Quatsch. Es ist nur. Es ist eins dieser Dinger, das bleibt im Ohr hängen. Es ist wie der furzende Frosch von Jamba. Bis. Schnieschnarschnappi. Dass die alles bei dir im Ohr hängen bleibt. Naja gut, sei es drum. Ja, zu viel MTV-Werbung und so halt. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. Mit unserem reichen Vermögen, können wir jetzt dieses, ich schätze, karthagisch, sind wir karthagisch? Wenn das karthagisch ist, ja. Ich glaube, ja. Religion ist katarisch, ja. Ah, immerhin, das ist zumindest die Stadtreligion, na dann. Nee, hey, wir haben die Stadtreligion. Wenigstens ein Vorteil, den wir haben. Wenn es schon nicht so viele gibt, dann... Solange, bis es sich ändert, ja. Ja. Wir können ja, vor allem hier beim Arbeiten zuschauen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wir haben kein Geld, ich kann den Karren sowieso nichts mehr einkaufen. Ich meine, selbst wenn wir jetzt... das Bürgerrecht oder die Möglichkeit hätten, unser Bürgerrecht uns verleihen zu lassen, hätten wir das Geld gar nicht dafür, oder? Ich glaube, das kostet doch 500. Das klingt ja super. Könnt ihr mal bitte schneller arbeiten? Gdisch, gdisch. Hörst du die Peitsche? Ich weiß, das klingt nicht nach einer Peitsche, aber... Jetzt, wo du es gesagt hast, schon. Vorher klangst du die Tür klopfen, ne? So ein bisschen. Hallo? Niemand da? Knock, knock. Ja, ist es nicht schön, wie sie schön irgendwelche Kräuter zerstampfen und... Ja, Detailliebe zeige ich jetzt hier einfach mal. Wir können ja sonst auch hier einfach mal Nürnberg zeigen. Ja. Der Nürnberger Weihnachtsmarkt, hey, ching bing bing, ching bing bing, ching bing bing bing. Ich finde, okay, ich finde, Anfang September darf man ruhig auch mal was vom Weihnachtsmarkt zeigen. Ich meine, jetzt sind ja mittlerweile... vorhin einkaufen, es ist verdammt nicht schon wieder Lebkuchen in den Regalen. Ich dachte, ich kriege einen zu viel. Ja, aber das machen sie jedes Mal im September. Das ist ja fast schon... Ja, aber ich finde, das ist... Nee, das zerstört den... Nee. Ja, wir können hier durchaus mal zeigen, dass Nürnberg wesentlich größer ist als Berlin von der Baufläche. Ja. Zumindest, also Nürnberg sowas hat sogar im Vergleich, also hier oben, ja, wird später, wo ist denn das jetzt eigentlich? Bin ich jetzt blind? Ah, hier. Hier zum Beispiel ist ein komplett zweiter Marktplatz, den man dann erschließen kann. Mhm. Dann gibt es garantiert hier oben, wo war denn da? Hab ich jetzt die Kamera so total verdreht? Ja, da ist nochmal einer. Da links gewesen. Also hier genau, sind hier ist noch einer. Dann im Süden gibt es auch nochmal welche. Hier ist noch einer. Mhm. Also die Stadt ist... Boah, ich würde sagen, dreimal so groß wie Berlin oder so. Also laut Programm wird sie als doppelt so groß bezeichnet. Okay. Liegt aber vielleicht auch an den Mauern, die dazwischen sind oder so. Dass es irgendwie einem größer vorkommt, weil man weiter ziehen muss, aber es im Prinzip von der Fläche her oder von der bebaubaren Fläche, vielleicht ist das ja auch wieder so und so zu sehen, soll es doppelt so groß sein. Ja.
Ja gut, das nehmen wir natürlich gerne mit. Da stehen wir zum Glück noch nicht drauf. Hätten eh keine APs gehabt. Du weißt, was das hier bedeutet, ne? Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, was das mehr war. Das sind so Verunglimpfungen der Leute sozusagen. Weil hier steht dann immer, ich duft so gut, man kann es sehen, wohin ich gehe, kaum Leute stehen. Gezeichnet Spitzel Tantler. Das heißt, dieser Tantler hat das natürlich nicht selber geschrieben, ja. Ah. Sondern irgendjemand. Und wenn man das natürlich, wenn man da sich selber sieht, kann man es für 2 AP abreißen und hat dann, ja, ich glaube, es gibt irgendwie Rufmalus oder sowas, wenn das zu lang hängt oder irgend so. Ich hab's nicht gekauft. Ich hab's mir, wir konnten ja gar nicht, wir haben ja keine 2 APs. Und ich hab grad gedacht, so, what? Ich dachte, ich sag nur, weil du so schockiert aufgehört hast. Ja, es hat mich gerade nur etwas irritiert. Aber gut, genau, so passiert es dann und dann ist es weg und dann mögen also einen die Leute auch wieder mehr, weil, ja. Also es ist eine Rufschädigung, wenn man es wegmacht, ist der Ruf wiederhergestellt. So habe ich es immer verstanden. Okay. Kostet halt 2 AP, aber ja, wirklich häufig habe ich da auch nicht reingeschaut, muss ich ehrlich gestehen. Also jetzt nicht jede Runde irgendwie, oh Gott, stehe ich da schon wieder dran. Ich habe da, glaube ich, noch nie drauf geguckt. Siehst du mal. Und du bist auch durchs Spiel gekommen. Ja. Irgendwie. Irgendwann. Ja. Und das nächste Lied, ja, ja. Ach, das ist der Karren mit nur ein. Ja, das ist der Nachteil, weil jetzt sehen wir hier in diesem Fenstermodus halt hier leider nicht in den vollen Karren. In anderer Parfümeurbetriebe sind nicht genügend Ingredienzien vorhanden. Was ist nicht genügend vorhanden? Blume der Zwietracht. Wahrscheinlich Lavendel. Ja. Ja. Ja gut, dann sollte andere halt hier halt auch nochmal Jasmin halt. Quatsch, wie war das sonst noch? Ja, oder er produziert bei den Giftdolchen mit. Was soll ich tun? Alternativ. Oder so, würde auch gehen. Nur noch 12 zu 9, ja, das geht. Was ist zu tun? Gut. Ja, der Anfang ist natürlich wie immer schwer. Dauert bei Gilde immer länger. Also wir könnten uns jetzt hier auch vorspulen und sagen, wir treffen uns alle wieder, sobald wir reich sind, aber nee. Nee, das passt nicht zu uns. Wir ziehen das schon durch. Genau. Zumindest bei Gilde sollten wir es schon durchziehen. Weil gerade der Aufbau ja, wenn es dann irgendwann mal läuft, ja, dann läuft es ja auch schon. Dann, ja. Ah, das mir wird ein Ticken unübersichtlich, was wir in Berlin feststellen konnten. Also ohne die Meister, ich glaube, wir werden durchgedreht. Ja, und selbst die ist ja trotzdem, muss man irgendwie, wenn dann welche sterben, was ja dann auch nicht so selten vorkommt, ja, muss man da ja auch immer hinterher sein, dass man die dann wieder einstellt und ja. So, Pachtpreisniveau ist übrigens hoch. Dafür ist das Baupreisniveau vollkommen niedrig. Ja, da, ne? Damit der Ostweg mit seinem Wanz auch durch die Tür kommt, klar. So. Ah, so, der Wagen ist endlich da. Wir haben wieder Geld und 51 Pfundpfennige. Da müssen wir uns zumindest nicht umstellen. Die Pfundpfennige sind dieselben. Ja. Die Währung. Haben sie in Franken und in Berlin dieselbe? Den Vorgänger vom Euro. Ja, genau. Die Pfundpfennige Währungsunion, ja, das ist dann so diese. Die Pfundpfennige Währungsunion, ja. Bestehen aus Franken und Berlin. Es, ja, das war's auch schon. Aber wir haben ja. Aber dann, vor... Heißt das nicht überall Pfundpfennige, wenn man das Spiel startet, oder heißt das nur in Köln wirklich Kölschner Mark? Ja, heißt schon überall anders. Also je nach aktueller Währung dort. So, okay. Ich finde den Marktplatz irgendwie gerade so niedlich. Ich mag ihn voll gerne angucken, gerade hier so. Ja, dann lassen wir es doch so ausklingen jetzt in den letzten. Oh, wie lange haben wir noch? 5 Stunden? 6 Stunden? Da, sind 5,5? Hier, du hast doch hier von so ein Fahrstuhlmusikvideo gezeigt bei YouTube. 10 Stunden Star Wars Fahrstuhlmusik, ey. Genau, das müsst ihr euch jetzt quasi vorstellen. Sollen wir das noch verlinken in dem Video? Ihr findet den Link einfach unten in der Videobeschreibung. Ich packe ihn mal rein. Wer sich 10 Stunden Star Wars im Fahrstuhl gibt's euch. Ja, vor allem das Schlimme, habe ich dir ja vorher auch schon gesagt, man hat es 2 Sekunden im Ohr und es ist permanent, es dreht seine Kreise.
ja. Oh ja, oh ja. Ein Haus wurde im Brand gesteckt. Voll Brandy. Brandy, ja. Eine Flasche Brandy rein, nur ein bisschen Feuerzeug und fertig. Ja. Das brennt schon. 6 Lavendel, das ist zu wenig. Der kann gleich nochmal loslaufen. Ja, das ist mir auch gerade, aber sie haben gerade Feierabend. Just nein! Ihr Schweine! Ihr habt Lavendel umgebracht. Ihr habt Lavendel getötet, ja. War hier der Marktplatz hier hinten, ne? Nee. Doch, ja, wir suchen uns mal noch so ein bisschen durch zum Marktplatz. Wir fliegen über die Stadt. Ich versuche mal. Ne, nicht. Wo ist denn jetzt hier unser Karren? Ja. Ist da überhaupt noch Marktplatz, unser Karren? Ja, ach, da kommt er gerade. Still jetzt running. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Dieses Grau ist aber auch total. Oder dieses Schwarz hebt sie auch total ab von allem. Ja, klar. Also im Winter noch eher. Ich meine, aber selbst da haben wir ihn gerade nicht wirklich. Entdeckt. Oh! Bürgerrecht, wir werden soweit. Juhu! Juhu! Ja, soll ich ihn dann mal zur Miele schicken? Ja, kannst du. Jetzt hat er ja ein bisschen Zeit und ist ja eh leer. Das ist ein Waldstück. Das ist. Oh, klar, schicken wir gleich zur Raubritterhütte. Wir haben gedacht, wir liefern es euch gleich mal frei Haus. Das heißt eine Mine, oder? Steinbruch. Ist okay. Leider Gottes, dass da oben, auch wenn sie weit, weit weg ist, ist das schon die. Nix gelegen, ne? In einem Land weit, weit entfernt. Ja. Ja, dann. Vor langer, langer Zeit. Und so. Far, far away, ja. Na dann, fahr mal da hoch. Josef, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Heißt der so? Nö, keine Ahnung. Ach, stimmt, die haben ja Namen, ne? Die haben Namen, deswegen dachte ich, frag dich mal, ob du weißt, wie unsere Angestellten heißen. Nee, ich nehme einfach jeden Karrentyp Josef. Karl, Oswin, Dirk und. Tiefe Mine, tiefer Schacht, ja. Hey, tiefer, komm mal her. Jetzt weißt du, warum ich ihn Josef genannt habe, weil wir es eh nicht rauskriegen, wie er heißt. Schnell dorthin. Das ist auch eine Funktion, die wir vielleicht einen Ticken früher hätten entdecken können. Um nochmal an den Anfang des Let's Plays oder der Folge zu gehen. Wo ist unser Karren? Haben wir überhaupt noch einen? Ja, aber er ging nicht zum Karren, sondern er zeigt nur den Ziel des Karren an. Also. Na, immerhin hätten wir dann vielleicht gefunden, weil der stand ja dann schon, oder zumindest hätten wir dann gesagt, okay, irgendwo da dazwischen ist muss er. Er hat von der Mine gestartet und wir hätten dann genau gezoomt auf unsere Duftbude. Mhm. So, oh, das ist doch schon ein ganz guter Verdienst jetzt eigentlich für Runde 3, 4, ja 4, stimmt. Die anderen waren auch schon mehr als eine, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist so lange her, sorry Leute. Aber in dem Sinne würde ich jetzt sagen, treffen wir uns doch alle wieder frisch und munter im Frühling des Jahres 1404. Seid morgen um 8 wieder dabei. Genau, ja, Punkt 8 bitte. Ich gucke auf die Uhr. Wer zu spät kommt, ne? Gehaltskürzung. Schreib's mir auf. Ich schreib's mir auf. Ja. Urlaub entfällt dann auch gleich mal. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Back in Nürnberg. Ja, ist wieder total anders, weil Berlin war einfach, wir hatten halt Geld und konnten machen, was wir wollten, mehr oder weniger. Ja, das war so ein bisschen so. Oder eben nicht. Also Berlin war am Ende wirklich so wie, man konnte sich aufführen wie Tony Stark und. Nur bauen konnten wir nicht, was wir wollten, aber immerhin. Wir konnten nicht bauen, aber wir konnten rumballern, ohne dass uns irgendjemand was wollte. Ja. Genau, aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Und Herausforderungen sind ja dazu da, dass man sie angeht. Genau. Und das haben wir vor für die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Mhm. Sonst, weißt du, mit Anno ist es, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist so einsam, nur wir zwei. Deshalb, wenn da viele Kommentare unten drunter stehen, merken wir auch, aha, wir zeigen es ja den Leuten auch tatsächlich. Hey, unser Shit guckt jemand. Die gucken das ja auch, ja. Und das, also so ein bisschen Rückmeldung, sei es mit einem Like oder was auch immer, das ist auch schon was, ja. Aber so ein Kommentar, das ist also nochmal ein Stück näher. Lieber ein Kommentar als ein Like ist das mein stimmt, ja. Motto, aber ja.
Gaudi, dann Hummel, Hummel, Moos, Moos und jetzt darfst du nochmal letzte Worte bringen. Ja, auch wenn ich noch kein Reichsfürst bin, das ist das erklärte Ziel zumindest mal und ich hoffe, wir schaffen es auch, uns immer besser reinzufuchsen, jetzt auch in Nürnberg wieder. Ja, aber seid dabei und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bescheid sagen, dass fertig. Tun sei. Kannst online kommen, um es nochmal in anderen Worten zu schreiben.